Folge 220. Adoptionspapiere, was kann das nur bedeuten? Ich weiß nicht. Hallo und herzlich willkommen auf Twitch Kids Germany. Okay, Mion. Digga. Mann, das in der Camping gezeigt. Hätte ich eine kurze Pause. Oh, oh! Okay, und okay. Jetzt machen wir eine Powerbremse. Eingepackt. Eleganter als erwartet. Oh, wobei, dann kann ich nicht mehr durch die Tür, ne? Scheiße. Okay, ich muss die Teile abbauen. Oh, oh. Oh, oh. Muss das so? Im Raumschiff. Scheiße. Oh Mann. Eingepackt. Guten Abend, Herr Lopez. Eingepackt. Ja, die Haken, aber ich will ja an den Haken, aber ich komme nicht an den Haken. Ich habe das vorhin die ganze Zeit versucht. Ihr wollt mich doch verkackeiern. So, Achtung, echt? Oh, perfekt, Alter, das ist, glaube ich, für uns jetzt am besten. Cool. Du darfst ein grünes Oberteil. Was ist das? Du hast letztes Mal auch grün, aber das sieht voll cool aus. Sieht beschissen aus. Das sieht ja voll cool. Feli, moin, dankeschön. Aber ich habe gerade ein großes Problem mit meinem Gehirn. Wie hieß denn das? Und täglich kocht das Murmeltier. Täglich singt das Murmeltier? Und täglich isst das Murmeltier? Und täglich grüßt das Murmeltier? Ja. Oh mein Gott! Ah, oh, wie schön! Geht ein Ente in der Molkerei? Guten Tag, was möchten Sie? Quark. Die Ente will Quark! Die Ente will Quark in der Molkerei! Die Ente will Quark! Wenn ihr Alexa habt, müsst ihr Alexa mal fragen, wie macht die Ente? Und dann macht sie so einen, sehr, sehr tollen Flachwitz. Müsst ihr mal ausprobieren. Oh. Oh, verstehe ich nicht. Die Suki. Ich habe leider keine Alexa hier. Oh, Daddy! Ich habe die Suki auf der, ne, auf der Branchenparty kennengelernt. Oh. Der Clip ist mir neu. Und dann fragt so, ja, kannst du hier, auf diesen Zettel hier, kannst du unterschreiben? Einmal, ja, und ich dann, naja gut, ja. Habe ich unterschrieben und dann klappt das Ding auf. Adoptionspapiere. Ja. Warum chat mein Scroll? Warum wird das angehängt? Nicht weiter. Warum scroll? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott.
Und mit dem Mann spiele ich Pen and Paper. Der Mann ist mein Vater! Ich werde niemals in Horde eine Katze reinpacken. Horde wird katzenfrei bleiben. Haarschnitt. Wann kann sie, wird sie noch gegessen. Kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Das ist doch Gronkh! Ja. Ist für uns beide unangenehm. Was ist denn unangenehm daran, Gronkh zu treffen? Ach ja, er tötet kleine Katzen. So, was bist du? Bist du nett? Nein, du machst komische Glipschgeräusche. Ich will das gar nicht wissen. Bist du komische nett, habe ich gefragt. Glipschgeräusche? Mal ganz vorsichtig annähern. Oh, ich glaube, der ist nicht nett. Gemein vom Feuerschein träum ich die ganze Nacht. Und sag mir schon das Geheimnis, dann lass ich dich in Ruhe. Die Feuerpracht gibt mir die Kraft, genau zu sein wie du. Oh, show me now! Ich will gern sein wie du, du, du! Ich will so stehen wie du, gern wie du! Tschu, tschu, tschu! Performance: eine glatte 10. Wie muss ich mich jetzt drehen? Rückwärts, rückwärts? Da muss ich jetzt nach rückwärts gehen, ne? Also so. Ich hab aber nach hinten. I love you! I love you too! In diesem Sinne. Ich liebe euch beide. Hallo, Kraut! Was das? Denkt an euren Wertschätzungsstein. Wow, Sass. Einen Wert... Was? Wertschätzungsstein? Was denn? Oh. Hey? Nee. Muss das so? Ich finde auch surreal, dass fucking Flugzeuge starten können. Weil die sind wirklich schwer, glaube ich. Ja, die wiegen fast 2 Tonnen. Also die sind ja jetzt nicht 3 Gramm leicht und fliegen wie so ein Papierflugzeug durch die Gegend. Ja. Ja. Auftrieb. Ja. Und so. Ja. Du warst auch in der Schule. Nicht so oft. Stimmt. Der Gegner? Oh. Sind die alle unten? Hier oben. Und Attacke voll mitten drauf. Alter Schwede, das war ein schöner. Wir können alles so schön durch 10 und mal 10 nehmen, aber wenn du dann Inch in Mega-Inch umwandeln willst oder in Miles, dann multiplizierst du nicht mal 10, sondern so 5,7812 mal Saturn hoch zum Zwilling plus was du heute Morgen gefrühstückt hast, mal die Länge von Lincolns Daumen. Also, ich weiß nicht, Marco, ich weiß nicht, ob so Mathematik funktioniert. Omen plus die Mitternachtsformel. Ah. Wir machen jetzt nur die engste Familie, ne? Marco hat mir ein Model gemacht. Das heißt, Marco ist meine Model-Mama. Naja hat mir auch ein Model gemacht. Das heißt, Naja ist meine Model-Mama. Marco hat sich selber ein Model gemacht. Das heißt, Marco ist ihre eigene Mama. Und Naya hat sich selber ein Model gemacht, das heißt, Naya ist ihre eigene Mama. Aber Naya macht Marco ein Model, das heißt, sie ist ihre Mama. Und Marco macht Naya ein Model, das heißt, sie ist ihre Mama. Das macht Naya nicht nur zu meiner Mama, sondern auch zu meiner Schwester und zu meiner Großmutter. Marco zu meiner Sis und zu meiner Oma. Und ich existiere einfach. Familienkreis ist ein ja. Bach. Ja.
Twitch, oder? Oh! Oh! Da wird eingelocht! Das ist eine fiese Stolperfalle, da wäre ich vorab. Wieso hab ich das im Freefly? Chat sagt, 1,5 Stunden Spaß stehen bevor. Ihr glaubt also, wir brauchen 1,5 Stunden Super Bunny Man. So, check me out. Sehr aufregendes Spiel. Wow, shit! Mach die Tür zu! Du, Toni, kannst keine Tür öffnen oder was? Oh, scheiße, ich komm unten durch! Ah! Ah! Danny! Warum kann der unten durchgehen? Mach zu! Ihr kommt zu mir. Ja. Und deswegen, meine lieben Freunde, spiele ich keine Horrorspiele. Gehen Sie schnell schlafen mit dem Bett, dann greifen die nicht mehr an. Oh nein. Einfach reingebaitet. Einfach reingebaitet. Oh mein Gott. Also, da braucht man auch keine Feinde mehr, ne? Was? Wieso? Was? Hast du mich gerade getrollt? Nein. Okay, alles gut. Ich gebe ihm Schmatzer. Oh, Kina, ein großartiges Spiel. Oh, ist ruhig! Ist ruhig! Ich habe ihn beruhigt mit Schmatzern! Er brauchte nur Küsschen, Leute! Ich habe ihn gezähmt! Oh, haha. Mehr als gedacht ist er. Oh, oh. Da kommt Erik Senpai. Mit dem erotischen Bär. Geht schon mal ins Schlafzimmer. Kann sich schon mal hingehen. Bequemer geht's nicht, oder? Machen wir jetzt Battle, wer die beschissenste Woche hat, oder wie? Damit hat sie nicht gerechnet. Nam 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 Chicken. Champignon. Tampon hält sich gerne an feuchten Orten. Oh Gott, das war nicht... Ich wusste... Sehen Sie da schon aus wie ein Tampon? Ich weiß nicht, was da steht. Ich wurde gestern auf dem Klo angesprochen mit: Du bist doch die von Gronkh. Bitte, was? Erstens, ich hab mich nicht dahin gehetzt, okay? Das ist die von Gronkh? Ja, ich hab gesagt, du bist die von Twitch Clips Germany mit Gronkh und so. Aber ich habe nicht. Oh, oh, jetzt kommt alles raus. Hat mich sehr verstört. Oh mein Gott. Hä? Einfach Stromschock, alles kaputt gemacht. Die ganze Konsole am Arsch. Lass wieder meinen Ton weg. Ich hab wieder keinen Ton. Katha, würdest du bitte synchronisieren, was da jetzt gerade passiert? Wusch. Warte, es ist
Das ist ein Fase-Hentai, das geht anders. Ja, genau so, Katja, genau so. Da sind Tentakeln, genauso muss man das synchronisieren. Erzo, vielen Dank für deinen Lurk. Vielen, vielen Dank. Boah, der hat einen Pupskuss gemacht. Was für eine Antwort ist das denn? Das ist Wahnsinn. So, warte mal, jetzt muss ich eben kurz gucken. Hier ist irgendwo ein Playbutton. Irgendwo. Da drücke ich jetzt drauf. Geil. Oh. Cosplay. Okay. Oh, ich hab drei Messer! Oh, das wär so ein geiler Move gewesen, wenn er den hinter noch nicht... da war ja noch einer hinter ihm. Geht's in Folge! Holy moly! Oh Gott! Ist schon ein gruseliges Spiel. Ich mache eine kleine Reise. Ach cool. Anders so Stein. Funktioniert also Fall Guys. Rauscht im Hintergrund. Wait a minute. Oh. Ich bin gleich wieder bei euch. Soll ich nach unten oder nach oben? Ich gehe nach unten. Immer in den Abgrund. Oh Gott. Ah, ich gehe nach oben. Tucky on the Six. Play. Ich kann jetzt auch wieder Deutsch reden. Das ist ein bisschen unangenehm, weil man sieht dich im Bild dadurch. Kamen, sag doch einfach, dass du was brauchst. Ja, wirklich. Aber warum? Na, weil das Bild bis hier geht. Ja, das kann ich. Ja. Die verdienten Leute haben eine Taschentuchbox, okay? Nein, die dekadenten Schweizer, die haben Tücher. Das ist was anderes als so billiges Papier da. Okay. Yeah! Okay. Oh, Gott sei Dank. Geister! Hoppala. Aber du weißt doch, welche lange. So, ich habe hier ein Glas, das ist sehr, sehr voll. Aber ich finde, ein Glas, was nicht mindestens so voll ist, ist auch kein volles Glas. Nein, ihr schändliches Fickweib. Was? Ich werde euch den Kopf spalten und dann in eure Augäpfel reinpissen. Was? Hat er nicht gesagt. Denn ich bin ein heiliger Paladin. Okay. Hat er nicht gesagt. Okay, jetzt brauchen wir aber mindestens, wir haben nur noch einen Zug, wir müssen die drei nehmen. Yes. Ganz ruhig. Mal sehen, ob es einen anderen gibt. Okay, wir haben ihn überzeugt. Okay. Witziges System. Es hat Jahre gedauert, das zusammenzukratzen. Mhm. Ich will endlich in Ruhe schlafen können. Hier, meine Schulden. Und jetzt verschwinde von hier. Ja, alles klar. Was zur Hölle? Ich meine, wir sind hier angekommen und der Typ war schon tot. Ja, das ist halt das Problem. Hat er nicht gemacht. Problem, wenn man halt die Zivilisation? Die Bevölkerung sich ja, aus. Bevölkerung. Ja, sie hat mich gefunden.
Ja, ich brauche ein neues Gesicht. Lassen Sie mich anschauen. Die Nase wäre eigentlich gar nicht so hässlich. Ich finde, ich sehe so alt aus. Ja, ja, hübsch sind sie nicht. Da könnte man schon was optimieren. Oh, das war close. Was? Ja, die Dame braucht eindeutig eine Schönheitsoperation, weil ich diagnostiziere Hässlichkeit. Also ich kau einfach immer drauf rum. Das ist so ein angenehmeres Sauggefühl. Munitionsknappheit kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja den hier. Wo kam denn dieser riesige Tank? Also wie die... Oh. Okay. Warum versteckt er sich denn in meinem Schussfeld? Oh no. Oh. Aber Bethesda... Items einfach pro Gamer. Hat man den Spielen immer bei Release oft schon angesehen, dass die so ein bisschen nicht die neueste Technologie haben. Aber ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Also das ist wirklich hübsch. Also wenn die können die Engine lange verwenden, weil das ist wirklich... Ja? Kann man machen. Kann man so machen. Was war jetzt? Deswegen, eigentlich müsste ich die ganze Zeit so sprechen, weißt du? Ja. Aber es ist eben auf Dauer ganz schön anstrengend. War übrigens gerade mein Rücken, falls es zu hören war. Alles in Ordnung? Ja, es... Mein Rücken hat nur geknackt. Franzi, wenn du redest, vibriert es im Hintergrund. Tja, ich muss ja auch irgendwie meinen Spaß haben, ne? Oh, wow. Tada. Finde ich gut. So bleibt die Reservierung bestehen. Zum Leid all derer, die keine Liege abbekommen haben. Einfach die Liege mitnehmen. Bevor die ganzen Handtuchbesetzer... Sind das jetzt die Ultradeutschen, statt die Handtücher raufzulegen, die ganze Liege mitnehmen? Die Halberdeutschen. Grüß kommen. Ich nehme einfach meine Liege abends, pack die mir auf den Rücken und dann gehe ich damit in meine Kabine und am nächsten Morgen komme ich und stelle meine Liege da wieder hin. Big Brain. Ah. Oh. Muss das so? Schau mal, wie sie abhebt, nur weil sie befördert wurde. What the fuck? Komm mal runter, Chat, wenn ich jemals so abheben sollte. Okay, was ist hier los? Oh mein Gott, Stephen King einfach. Alle abgehoben. Alle abgehoben, Starfield. Gut, dann nochmal einmal. Weil sie im All sind, versteht ihr? Warte. Kann es sein? Nein, warte, das wollte ich nicht drauf. Hier zur Aufklärung. Die Worte und möchte ich hier nicht hören. See. Dann hat halt ein Kind zu mir gesagt, halt deine Fresse. Ah? Sveto, ich weiß, dass du so wahrscheinlich mit deiner Mutter redest, weil du ein respektloses Stück Scheiße bist und die wahrscheinlich wirklich dann ihr Maul hält, weil sie hat es ja mit dir anscheinend sowieso verkackt. Genau, ich gehe gerade auf Mutter, um dich schon mal richtig schön zu triggern. Aber in der realen Welt funktioniert das nicht. Wie du vielleicht siehst, mache ich hiermit meine Kohle, die ich mir dann schön tief in den Arsch reinstecke. Also nein, ich höre nicht auf zu reden, denn das ist mein Geschäft, ja? Tiere. Ja? Ja? Wo sie recht hat? Mit exakt einem Haar. Und jetzt deine Lösung. Heuschrecke. Einfach Hase. So ein einfacher Name. Hase. Oder Hahn. Oh. Nehmen wir doch Hahn. Definitiv nur ein Hahn drin. Mit zwei Hahn. Einmal zwei halbe Hahn.
Listen and repeat. Einmal zwei halbe Hahn. Han Solo. Der Han in Solo. Oh Mann. Da war der Schreck, da war das Genick steif. Achso, das kann sein, ja. Han Solo. Der Horror in dem Game ist aber tausendmal besser als jeder Jumpscare. Ich denke... Ja. Schaust du jetzt mit mir da rein, Hähnchen? Okay. Hast du was aus meinem Mikro rausgebissen? Nein! Gurgel! So ein frecher Vogel. Gleich schicken Nuggets machen. Weil ich gestern so richtig Bock hatte auf Toastbrot. Heißt ja schon Han. Han Solo. Da sind wir wieder bei Han Solo. Warte, ich glaube, ich brauche Schlaf. Mit Eiersalat. Dann habe ich mir mein Toastbrot gestern getoastet, habe dann schön so einen Aufstrich geschnitten, drauf geschmiert und alles. War so happy schon so fast schon so, geil, endlich Abendessen. Und dann gucke ich so in die Tüte, wo der restliche Toast drin ist und denke mir so, warum ist das so ein heller Fleck? Das sind meine Augen nur, oder? Das sind einfach nur meine Augen. Schimmel. Gerade irgendwie Streiche mir spielen. Und dann habe ich besser in die Tüte reingeguckt und gesehen, dass das Toastbrot angefangen hat zu schimmeln. Bitte sei es nur das eine Toastbrot. Und dann habe ich meine beschmierten, getoasteten Toastbrote angeguckt und dann waren die auch voller Schimmel. Und ich denke mir so, oh mein Gott, nein, oder? Klopp, klopp, wer ist da? Planet wer? Planet ihr eine Party? Was ist denn heute mit Huhn und Hahn? Eure Hoheit. Boah. Ach, der eine schaltet den anderen mit. Mm. Nein! Oh. Alles für die Katze. Ey, der Beat ist trotzdem ganz geil. Das sieht 1:1 so aus. Sogar mit der Fellfarbe. Guck. Oh. Es muss sie noch anfangen zu bellen. Bei den Kanonen kannst du ja horizontal anpassen. Vertikal anpassen, hier kannst du horizontal anpassen. Und wenn du den Stick hältst, dann kannst du es auch. Kannst du auch die Weite bestimmen. Also ja. Wieso hat er mich seitlich geworfen? Okay, du kannst hier gar nichts bestimmen. Nice try. 275 Meter, Leute. Ich kann das. Muss das so? Was? Muss das so? Ja, und ich sag mal so, mehr als ein Alarm losgehen kann ja nicht passieren, ne? Ja, geh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das? Guck mal. Hä? Was ist denn das für, was? Was passiert da? Oh mein Gott, Metaverse. Was ist denn das für ein Treppenhaus? Ich schieß jetzt Elmo drauf. Aliens. Sicher ist sicher. Dann drücke ich hier auf 0. Die haben damit gar kein Problem, Jaina. Die haben auch kein Problem damit, wenn ich sie anschieße. Ich helfe dir. Oh, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem. Wer hätte das gedacht? Problem damit, sie haben ein Problem damit. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Olli, willst du ein Ü-Ei? Ja! Nimm das Ü-Ei! Oh, Ü-Ei! Ja! Ja! Also die Fahrradtour von Trimax und den anderen ist schon geil, aber ist es nicht nervig, wenn die ganze Zeit so Stream-Sniper kommen? Die ganze Zeit und einen Kilometer weit mitfahren? Oh, I don't know. Das ist schon krass. Ich habe ein bisschen reingeguckt und so. Und da war, glaube ich, so ein kleiner Junge,
der auch so kilometerweit mitgefahren ist, einfach. Like, what the fuck? Oh. Ja. Ich wollte gerade sagen, zieht nicht. Aber hey. Nun, wer hätte das gedacht? Hey, jeder wie er mag. Und jeder, wie er mag, muss erstmal jetzt ganz kurz die Flasche holen, die Person aufgefüllt hat und dann einfach auf dem Klo stehen hat lassen. Hey? Lass dir Zeit. Germany, bitte kommt alle mit zum Raiden. Ich habe das jetzt extra angesagt. Normalerweise, wenn ich jemanden einen Raid ansage oder so, dann hauen sie alle ab. Aber diesmal kommt alle mit, weil ich hoffe, dass wir irgendwann bei Clip Twitch. Ihr wisst, was ich meine. Das war die Folge von Clip oder einfach Twitch Clips Germany.